So, das ist Kilians ultimativer Speedrun. Ich trinke noch einen Schluck vorher. Ja, es haben schon einige geschafft, ne? Zwei haben es geschafft. Kista hat es als erster abgeschlossen. Okay. Sehr gut. 2:07. Das heißt, 22 Sekunden Toleranz ungefähr. Okay. Und jetzt gibt es viele Coin-Sounds. Sehr gut. Ich werde sterben. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Ende ist ein Heiratsantrag für mich. Ja, mal schauen. Mal schauen. Also ich würde sagen, wir machen hier 10 Minuten. Und die Kommentare müssen aus sein. So, und dann vielleicht am Ende des Streams oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Kommt drauf an. Vielleicht lasse ich mir auch hier auch triggern, noch viel mehr zu machen. Und okay, Trampoline darf ich nicht berühren. Aber ich denke mal, durchs Spielen werde ich da schon das irgendwie herausfinden. So. Okay, das sieht doch schon mal... Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus, ne? Und ja, Münzen brauche ich auch noch. Aber ich würde sagen, auf die Münzen achte ich aktuell nicht. Und der Münzsound ist gar nicht so penetrant, wie ich gedacht habe. Oh mein Gott! Was mich jetzt interessieren würde, wie lange hast du gebraucht, um dieses Level selbst hochzuladen? So. Okay. So. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt halt upside down auch noch. Oh Gott. So. 1, 2. Oh, ein Triple Jump. 1, 2, 3. Okay. 8 Stunden? Ach du heilige Scheiße. Jawohl. Nein. Diese Pflanzen. Die Triple Jumps sind allerdings schwierig. Okay. So. Wir haben hier kein Eis. So, Coins. Ups. Gut. Also, auf die Coins achte ich noch nicht. Weil ich sowieso noch ein paar Mal sterben werde. Aber ich lasse schon einige aus. So. Da sind X2s. Jawohl. So. Okay. Das geht auch. Verdammt. Ah. BlueX hat schließlich sein Training. Hat schließlich S Plus. Yeah. Aber ich glaube auch viele, die S Plus haben, werden hier Probleme haben. Und verdammt. Aber jetzt bin ich schon so ein bisschen angefuchst, tatsächlich. Das jetzt direkt zu lösen. Also ich denke, wenn das im Multiplayer drankommt, dann wird das nicht abgeschlossen werden können. Auch im Miteinander nicht. Ach Gott, diese Piranha-Pflanzen, ey. 1, 2, 3. Mach doch den Triple Jump, Mann. 1, 2, 3. Aber diese Pfeile, die sind irgendwie... Die sind irgendwie nicht richtig. Also ich weiß nicht. Ich muss gefühlt immer hinter den Pfeilen mit dem Triple Jump ansetzen, sonst funktioniert der Triple Jump nicht. Ja, also ich finde, die Pfeile hätten schon noch ein Feld oder zwei sogar nach vorne gesetzt gehört. Ist, denke ich mal, Definitionssache. So. Und hier springe ich ja auch. Springe ich ja auch so. Ja, also es ist schon richtig. Aber in meinem Kopf ist das, springe ich halt trotzdem dann falsch. So, das ist eigentlich auch kein Problem. Warum? Ah. Das ist einfach. Was ist mit diesem Twomp falsch? Was ist mit diesen Twomps los? Ich verstehe das nicht. Nee, noch bin ich nicht getriggert. Okay, sehr gut. Und hier war ich noch nie. So, warte. Oh Gott! Nein! Okay. Oh mein Gott. Sehr gut. So, Red Coins gibt's ja auch noch irgendwo.
So, jetzt nicht sich ablenken lassen durch irgendwas. So, da nochmal Swamp-Sprünge. Okay. Oh, das war gefährlich gerade. Und jetzt? Was jetzt? Okay, ich denke mal, ich komme da gleich wieder raus. So, sehr gut. So, perfekt. Und P-Switch. Was jetzt? Muss ich mich beeilen? Wahrscheinlich schon in der Form! Ah, das war doch jetzt so. Das war doch jetzt schon mal ein richtig geiler Versuch. War's zu langsam? War zu langsam? Na gut, aber das war ja auch der eine Abschnitt zum ersten Mal. Aber mein Ziel ist es, erstmal so zum Ziel zu kommen oder so weit wie es geht zu kommen. Und dann werde ich ja automatisch immer schneller. Bis zur Baugrenze ausgereizt. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann muss ich jetzt... Oh Mann, das habe ich wieder vergessen. Verdammt nochmal. Dieser Twumps, ey. Diese Twumps nerven sowas von extrem. Oh Gott. Aber hier bin ich zu langsam. Und dann wieder der Twump. Oh Gott. Wenn du schaffst, es zu enden, werde ich anbeinen. Oh ja. Ich auch. Ach, die Wurms, die gehen auch immer so ein bisschen nach oben, ne? Wenn man sich denen nähert. Aha. Verstehe. Deswegen sterbe ich da vielleicht immer so ein bisschen. Ja, das kann ich mir gerade sehr gut vorstellen. So, wo komme ich jetzt raus? Hier komme ich raus. So. Wahrscheinlich muss ich mich hier genau beeilen. So, sehr gut. Diese Twumps, die gehen immer ein bisschen nach oben. Und das ist tatsächlich der Grund wahrscheinlich, warum ich da immer sterbe. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist der Grund. Ja, ich will weiterkommen. Und hier war ich noch nie. Und man muss das auch... Man muss das so schnell schaffen, dass man auch da unten vorbeikommt. Oh nee, da braucht man es nicht mehr, oder? Nee, da ist der P-Switch aus. Aber das hier muss ich noch schaffen. Im P-Switch, okay. Das ist halt, wenn ich in einem Video spielen. Eventuell mache ich daraus ein Video. Das bietet sich ja durchaus an, würde ich sagen. Und dann schlage ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Na, dann habe ich quasi ein super schweres Level in einem Video. Und ich habe da halt... Gleichzeitig die Zeit gehabt, um auch hier mit euch zu quatschen. Weil wenn ich das in einem Video mache, dann sitze ich halt, während ich im Aufnahmemodus bin, sitze ich halt dann 5 Minuten immer oder so, bis ich dann mal wieder ein bisschen was kommentiere. Halt immer bei den neuen Versuchen und das ist halt dann auch... Für mich ist das sowas dann bescheuert. Aber ich habe mir sowieso vorgenommen, da durchaus mal häufiger auch so schwierige Level zu spielen und das dann quasi in einem Video zusammenzufassen. Jawohl. Und ich habe auch das Gefühl, dass so Videos, wo ich sehr schwierige Level cleare, die kommen auch bei euch besser an. Kann man auch mal so sagen. Und ich muss hier schnell sein. Nee, das war zu langsam. Oder? Nein! Es geht. Und das muss ich auch noch schaffen. Ach komm! Ach komm, ach komm, ach komm. So, jetzt so schnell wie möglich. What the fuck? Ah! Ein verdammter Block! Sein Mann! Das darf doch nicht wahr sein! Mann! Ah! Sowas triggert wirklich! Also die P-Switch-Stelle, die ist wirklich bisher die schwierigste von allen. Mit Abstand. Hier verliere ich immer Zeit! Mann! Ah! Okay! Na, einmal hin! Okay. Nice. Okay. 15 noch. Was ist das jetzt?
Okay, aber von den Münzen her reicht's. Von den Münzen her reicht's, Leute. Der P-Switch-Teil ist der vierte Bereich. Es gibt 7. Okay, da war ich jetzt im 6. gerade, oder? Oh mein Gott. Nein! Und einfach hochspringen. Und einfach hochspringen. Verdammt nochmal. So, das war schnell. Mann, diese Stelle ist so nervig. So, jawohl. Okay. So, Rush Coins. Oh! 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 So schnell kann's gehen! So schnell kann's gehen! Ah! Ich glaube, wir kriegen ein Like. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Vorbei! Du hast es geschafft! Good game! Danke dir! Oh mein Gott! Die Prüfung bestanden! Jawohl! Also es ging dann ruckzuck, ne? Der 7. Abschnitt war dann auch... War dann eigentlich, noch ein bisschen Gespringe und einen Triple Jump. Beziehungsweise, ich habe den Triple Jump ja gar nicht mehr gekriegt am Ende. Der war aber dann wahrscheinlich fürs One-Up am Ende, aber ja gut. Oh mein Gott. Wie lange hat's gedauert? Ja, das kommt hin. 1,5 Stunden, ne? Ja, moin. Also danke hier für diese Challenge, Kilian. Und ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich einen Zusammenschnitt draus machen. Von daher, danke an alle Videogucker fürs Zugucken. Danke für Daumen hoch und falls ihr neu sein solltet, lasst ein Abo da. Hier gibt es viel Mario Maker Content, Mario Maker 2 Content und bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Blöckstuhl und ciao!